Jedes Jahr stelle ich mir die gleiche Frage, wo verbringe ich dieses Jahr meine Ferien? Prospekte werden durchgeblättert, Vorschläge von Freunden nehme ich zur Kenntnis. Was bleibt am Ende übrig? Meine eigene Entscheidung. Und das heißt, ich mache es mir einfach und gemütlich. Stressfrei reise ich an die niederländische Nordseeküste. Es sind gerade mal 300 Kilometer von Krefeld bis Egmond an See. In dem idyllischen Badeort treffe ich nicht nur freundliche Menschen, nein, ich werde auch noch mit einem wunderschönen Sandstrand belohnt. Wasser und Sand in Hülle und Fülle, soweit das Auge reicht. Ach ja, nicht zu vergessen die Sonne. Was tun wir nicht alles, um gebräunt aus den Ferien zu kommen? Natürlich ist Egmond heute ein moderner Urlaubsort und nicht mehr das Fischerdorf von einst. Im Jahre 977 nach Christus gründen die Mönche eine kleine Siedlung. Die wenigen Häuser, die in den Dünen stehen, sind eine Stiftung für Arme von der nahegelegenen Abtei. Die edlen Spender erlauben 5 Familien, dort gratis zu wohnen, dürfen im Meer fischen, müssen aber ein Zehntel des Fischfangs an die Abtei abgeben. Im Laufe der Jahre wird aus dem Fischerdorf die Siedlung Egmond. Eine Kirche wird gestiftet und so bauen die Menschen ihr kleines Reich weiter aus. Sie leben in den Dünen bis im Jahre 1570, die Allerheiligenflut über die kleine Gemeinde hereinbricht. Die Wellen peitschen unaufhörlich gegen das Land und die kleine Gemeinde versinkt im Meer. Nach dem Wiederaufbau glauben die Menschen endlich Ruhe gefunden zu haben. Da kehrt im 16. und 17. Jahrhundert die Sturmflut zurück. Das Einzige, was die Bürger noch rechtzeitig retten können, ist das schmiedeeiserne Uhrwerk aus dem Glockenturm der Agneskirche, bevor es im Meer versinkt. Heute ist sie im heimischen Museum zu sehen und auch zu hören. Sie gibt mit ihrem herrlichen Klang immer noch präzise die Zeit an. Nach der Sturmflut wird kräftig aufgebaut. Die ersten Urlauber entdecken die kleine Küstensiedlung mit dem wunderschönen Strand. Von nun an ist es um den Ort geschehen. Immer mehr Gäste verbringen dort ihren Urlaub. Inzwischen ist aus dem ehemaligen Fischerdorf ein moderner Badeort geworden. Ja, ich bin verabredet mit einem ortskundigen Holländer, einem Egmonder, Willem Gravemaker, da ist er ja. Ja, ich bin ein echter Holländer. Und er begleitet mich heute zu einer alten Abtei in Egmond Binnen. So, dann wollen wir mal. So ist das. Ja, dann gehen wir mal. Die Benediktinerabtei ist die älteste der Niederlande. Laut Überlieferung beginnt die Geschichte etwa im Jahre 690 nach Christus. Aus Irland kommt der Mönch Adelbert. Er spielt eine wichtige Rolle in der Verbreitung des Christentums. Der überaus beliebte Mönch stirbt im Jahre 740 nach Christus. Auf seinem Grab entsteht 200 Jahre später ein Brunnen. Ja, wir sind hier jetzt bei der St. Adelbert Brunnen. Das ist eine Stelle, die gefunden ist im 18. Jahrhundert. Und hier ist eine Heilige begraben worden. Und wenn seine Beine, dass seine Knochen wieder verplaatst werden nach einer anderen Stelle, nach die Abtei, hat sie hier eine Brunne entsprengt. Und die Brunne hat sich eine sehr gute Eigenschaft, da kann man die Augenkrankheiten kann er heilen. Also heiliges Wasser. Heiliges Wasser, ja. Neben der Abtei in der angrenzenden Kapelle ruhen unter dem Altar die Gebeine des heiligen Adelbert von Egmond. Obwohl wir 2 Tage zuvor für einen Besuch telefonisch in der Abtei angemeldet sind, sagt man uns bei der Ankunft, dass der Abt nach Belgien gereist
und wir nicht ins Kloster können. Zum Glück treffen wir noch einen 89-jährigen Mönch, der auf dem Weg zum Klostergarten ist. Er erzählt uns etwas über sein Leben im Kloster, leider alles auf Holländisch. Sie sind ja ein Mönch von hier, ne? Ja, ja, ja. Wie viele Mönche leben hier in dieser Abtei? 14 Mönche. 14 Mönche, die leben hier und arbeiten. Ja, ja. Was arbeiten die hier? Also, Bede. Beten, ja. Arbeiten und was alle Menschen tun, ademhalen, eten und trinken. Sehenswert ist auch ein Blick in die benachbarten Räume der Kerzengießerei. Man darf bei der Arbeit zuschauen, wie die verschiedenen Arten von Kerzen hergestellt werden. So. Im Verkaufsraum gibt es eine große Auswahl von Kerzen und Figuren, die zum Verkauf angeboten werden. Bei schlechtem Wetter besuche ich das örtliche Museum und unter fachkundiger Leitung erfahre ich eine ganze Menge über die tausendjährige Geschichte der drei Egmonder Gemeinden. So bekomme ich einen Eindruck über das tägliche Leben der Bauern und Fischer, aber auch das einfache Leben der Familien wird in den Führungen wiedergegeben. Heute besuche ich die Prinz-Hendrik-Stiftung, das früher einmal das Zuhause der alten Seeleute gewesen ist. Das Gebäude wird 2006 zu einem Seniorenwohnheim umgebaut und umfasst etwa 110 moderne Apartments für betreutes Wohnen. Täglich ist das Schifffahrtsmuseum im Hauptgebäude mit prachtvollen Schiffsmodellen, Seekarten und maritimen Gemälden zu besichtigen. Im Hauptgebäude des Seniorenzentrums sind beeindruckende Buntglasfenster, die das Leben eines Seemanns von der Geburt bis zum Grab darstellen. Nachdem ich beide Museen besucht habe, setze ich mich gemütlich ins Strandrestaurant. Gereicht werden kühle Getränke oder ein kleiner Imbiss. Durch die großen windgeschützten Glasscheiben auf der Außenterrasse habe ich eine schöne Aussicht auf das Strandleben, das sich mir bietet. Egmond bietet den Urlaubern einen Strand von etwa 5 Kilometer Länge. Er ist der eigentliche Tummelplatz für große und kleine Kinder. Hier darf sich jeder nach Herzenslust sonnen, Strandwanderungen unternehmen oder sich nur entspannen. Und für die ganz mutigen Wasserabenteurer gibt es lustige Bootsfahrten, also Urlaubsspaß ohne Ende. Mein täglicher Weg zum Strand führt mich am Leuchtturm Jan van Speyk vorbei. Wenn ich so an ihm hochschaue, wünsche ich mir immer mal einen Blick von oben über das Meer zu werfen. Tage später bekomme ich die Möglichkeit, mit einem holländischen Kamerateam auf den 37 Meter hohen Turm zu klettern, der 1834 errichtet worden ist. Ich zähle 132 Stufen, bis ich endlich die Plattform erreiche. Der Ausblick ist fantastisch. Unten im Dorf kann ich die Geschehnisse verfolgen und im nächsten Moment genieße ich den Blick über das weite Meer. Es ist schon beeindruckend, mit welch einer Technik so ein Leuchtturm ausgestattet ist. In der oberen Plattform befindet sich das Leuchtfeuer. Es warnt die Seefahrer vor Gefahren in den weiten Ozeanen und weist ihnen stets den richtigen Weg. Aus der kleinen Gemeinde ist einer der bekanntesten Männer der Lebensrettungsgesellschaft hervorgegangen. Man nennt ihn Yippie Yippie, der 1860 als Ruderer beginnt und zum Schiffer aufsteigt.
Sein eigentlicher Name ist Jakob Glas. In den 44 Jahren rettete er mit anderen Freiwilligen etwa 170 Menschen das Leben. 1910 ist er verstorben. Aber vergessen hat man den großartigen Lebensretter nicht. Zu Ehren des mutigen Mannes hat man ihm am Haupteingang der Werf ein Denkmal aus Bronze gesetzt. Wenn ich so vor ihm stehe, sehe ich einen gemütlichen Seemann mit einer Pfeife im Mund und stelle mir vor, wie viele Seemannsgeschichten er seinen Freunden schon erzählt hat. Ein paar Meter weiter steht das Bootshaus der Königlichen Niederländischen Rettungsbrigade. Als erstes fallen mir die wetterfesten, neonfarbenen Rettungsanzüge ins Auge, die Sauberkeit und die Ausrüstungsgegenstände. Werkzeuge und Gerätschaften, die für die unterschiedlichsten Reparaturen der modernen Rettungsboote notwendig sind, haben so ihren Platz gefunden. Die Boote, die auf ihren Einsatz warten, sind mit erfahrenen und ausgebildeten Mannschaften ausgerüstet. Wenn Ertrinkende oder Schiffsbrüchige in Not geraten sind, geht es in Minutenschnelle mit Spezialschleppern, die einige hundert PS unter der Haube haben, hinunter zum Meer. Der Einsatz beginnt. Erschwert wird die Rettungsaktion bei rauer See oder Nebel. Doch die modernen Boote verfügen über Radar und GPS. Nach jedem Rettungseinsatz muss Boot und Zugmaschine einer gründlichen Reinigung unterzogen werden. Denn häufiger Kontakt mit Salzwasser und Sand versetzt das Material in starker Mitleidenschaft. In den Sommermonaten patrouillieren täglich die freiwilligen Helfer der Rettungsbrigade den Strand ab. Ihre Aufgabe ist warnen, retten und aufklären. Wenn Leichtsinnige in Not geraten und zu ertrinken drohen, sind die Retter mit ihren Wasserscooter da, um schnelle Hilfe zu leisten. Wegen der kurzen Entfernung fahren auch viele an den Wochenenden aus Nordrhein-Westfalen an den beliebten Ferienort. Auch aus den Nachbarländern kommen viele hierher, um einen erholsamen Urlaub zu verbringen. Zu den wichtigsten Veranstaltungen in Egmond zählt in den Sommermonaten der Abendmarkt. An den Ständen finden Einheimische und auch Urlauber eine riesige Auswahl von täglichen Gegenständen. Von Mode über Strandartikel bis hin zu kulinarischen Erzeugnissen wird alles angeboten. Bei einem kleinen Bummel in der näheren Umgebung des Leuchtturms findet man im alten Ortskern noch die kleinen, typischen holländischen Häuser. Sie werden vom Leuchtturm von Spijk überragt. In den Abendstunden versammeln sich zahlreiche Menschen. Sie wollen die Liveband in ihren Trachten und peruanischen Klängen erleben. Leider gehen meine Ferien zu Ende. Meine Koffer sind gepackt und morgen fahre ich wieder nach Deutschland. In den Abendstunden gehe ich noch einmal ans Meer, den Sonnenuntergang genießen und die saubere, salzhaltige Luft atmen. Doch in Gedanken plane ich schon meinen nächsten Urlaub.